Klaus kann jetzt leider keine Fotos von sich machen, weil er jetzt sprechen muss. Vielen Dank. Ich schmeiße das Schild nicht um. Ich hoffe, ich bin verständlich. Wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Klaus Segertz, Vorsitzender vom Bezirksverband Oberbayern. Wie ich 2013 bei einer Veranstaltung geladen war, in der öffentlichen, war die erste Frage des Veranstalters, des Gremiums: Warum soll man Piraten wählen? Wozu braucht es die Piratenpartei? Und meine Antwort war, die kurze Antwort: Wir sind die, die die unangenehmen Fragen stellen. Wir sind die, die die Dinge hinterfragen und sie nicht einfach annehmen, so wie sie uns präsentiert werden. Wir sind diejenigen, die Entscheidungen, Entscheidungswege hinterfragen. Wir haben jetzt ganz schön vom Michel das Thema gehört, rund um das Thema, wie Kirchen sich finanzieren und aufstellen. Da vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Säkularisation heißt das Stichwort. Säkularisation ist von, wie Michel geschrieben, gesagt hat, von Napoleon initiiert worden mit der Gründung Bayerns. Bayern ist eine Gründung von Napoleon 1802. Und Säkularisation, der Begriff Säkulare, das sollte eigentlich jeder CSU-Politiker wissen, kommt von Jahrhundert. Das heißt, man hat damals gesagt, in 100 Jahren soll die Entschädigung der Kirchen abgeschlossen sein. Das Latein ist offensichtlich bei der CSU seit dem Tod von Strauß nicht mehr präsent. Warum sollen Menschen uns wählen? Warum braucht es die Piratenpartei? Weil wir es sind, die die Politik verändern wollen. Weil wir die Politik, so wie sie uns heute präsentiert worden ist, so wie wir sie unser ganzes Leben wahrgenommen haben, verändern wollen. Ich bin erst 2009 das erste Mal in meinem Leben in eine Partei eingetreten und war daher vorher das, was man in Bayern so schön als Stimmvieh bezeichnet. Gut, ich habe nie CSU gewählt, aber letztendlich hat sich mein politisches Engagieren auf ein Kreuzel alle 4 oder 5 Jahre beschränkt. Warum sind wir Piraten angetreten? Wir haben hier vorne die drei Begriffe stehen. Demokratie, Transparenz, Bürgerbeteiligung. Was heißt Demokratie? Demokratie heißt, dass die Stimme der Menschen, der Bürger, gewürdigt wird. Wir haben ein momentan sehr undemokratisches Wahlsystem, weil es bis zu 20% der abgegebenen Stimmen ignoriert. Die gehen verloren. Was bedeutet Demokratie? Warum braucht es Piraten? Weil wir den freien Zugang zu Informationen wollen. Freier Zugang zu Informationen heißt freies Internet, unzensiertes Internet. Was heißt Demokratie? Demokratie heißt, dass zum Beispiel die Justiz in Bayern nicht nach Staatsdünkeln durch eine Partei bestimmt wird, die bestimmt, wer Richter werden darf, sondern dass letztendlich die Bürger die Möglichkeit haben, eine unabhängige Justiz zu wählen, denn eine unabhängige Justiz ist Voraussetzung für Demokratie, weil nur dann kann ich demokratische Rechte einfordern. Demokratie heißt auch Rechtssicherheit. Und das kann ich nur, wenn ich unabhängige, die Gewaltenteilung letztendlich habe. Demokratie heißt Bürgerrechte. Was heißt Bürgerrechte? Bürgerrechte heißt, dass meine Rechte, die ich natürlich auch juristisch geltend machen darf, soll, dass ich die auch entsprechend gewürdigt weiß. Wir sehen, die Polizei Hamburg hat jetzt in Bezug auf die Übergriffe zu Silvester von Kommunikationsproblemen gesprochen. Kommunikationsprobleme ist eine schöne Umschreibung von: Wir haben überhaupt nicht gewusst, was passiert ist. Wir haben es ignoriert. Kommunikationsprobleme wollen Sie jetzt kompensieren, indem Sie sagen, wir beschneiden die Bürgerrechte durch mehr Videoüberwachung, weil nur damit haben wir die Möglichkeit, die Sicherheit der Bürger wiederherzustellen.
Und das ist momentan das ganz Große, wo es uns Piraten braucht. Es wird versucht, die Bürgerrechte zu beschneiden unter dem fadenscheinigen Argument, es braucht mehr Sicherheit. Die Frage ist, wer definiert die Sicherheit? Und da muss man einfach den Menschen fragen. Und um Sicherheit zu schaffen, möchte man gerne Videoüberwachung machen, möchte man gerne Vorratsdatenspeicherung machen, möchte man gerne das, was Stefan angesprochen hat, das Data Mining, das staatliche betreiben, um langfristig Daten über die Bürger zum Vorteil der Regierenden zu sammeln. Und wenn wir heute sehen, Demokratie und Bürgerbeteiligung heißt auch Transparenz. Transparenz heißt, ich möchte gerne wissen, welche Informationen werden über mich gesammelt, was werden für Entscheidungen in den jeweiligen Parlamenten gefällt, wie werden diese Informationen zusammengetragen. Und hier erleben wir, du erlebst es wahrscheinlich im Landtag, es erleben viele in den Gemeinde- und Stadträten, hier wird von den jeweiligen Verwaltungen extrem gemauert, die Informationen gerne hinter den Zaum halten wollen. Sie wollen zwar alles sammeln, sie wollen alles wissen, aber hier dient das Thema Datenschutz, und darum braucht es die Piraten, als fadenscheiniges Argument, die eigenen Machtpositionen der momentan an der Regierung befindlichen zu festigen. Warum braucht es uns Piraten? Weil wir diejenigen sind, die Folgen von Technologie, wir sind viele Nerds, um mal diesen Begriff zu gebrauchen, weil wir in der Lage sind, Technologie und deren Auswirkungen einzuschätzen. Wir wissen alle, dass Wahlsysteme, elektronische, schlicht und einfach manipulierbar sind. Auch wenn die 1-0-Politikparteien immer noch das als große Innovation feiern wollen. Wir wissen, dass Videoüberwachung keinerlei mehr an Sicherheit bringt. Wir haben es sehr gut gesehen jetzt in Hamburg und in Köln, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil wenn man sich die offiziellen Videoaufnahmen ansieht, erkennt man nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Und weil wir diejenigen sind, die Technologieabschätzungen machen können. Ich möchte hier mal das Beispiel, habe ich damals auch in der Bürgersprechstunde angesprochen, ich möchte an Holland erinnern. Holland, die Niederländer haben 1870, also vor dem vorletzten Jahrhundert, angefangen, das, was wir aus den 80er Jahren kennen, eine Volksbefragung zu machen. Dort hat man einfach Informationen gesammelt, um die Stadtentwicklung von, in dem speziellen Fall auch Amsterdam, planen zu können. Und das hat man über Jahrhunderte fast gemacht. Man hat das zuletzt 1933 gemacht und hat dort das auf sogenannten Holleritkarten gespeichert, das sind Lochkarten, Vorgänger halt vom Computer, und hat das 1939 aktualisiert. Und 1940 waren die Deutschen da, die Nazis. Und auf den Holleritkarten war genau zu sehen, in welcher Straße, in welcher Hausnummer, wie viele Juden leben. Und deswegen, wenn wir das Tagebuch von Anne Frank lesen, wer es genau liest, sie merkt, dass Anne immer davon schreibt, dass nicht die Frage ist, ob sie gesucht werden, sondern es ist immer nur die Frage, wann sie gefunden werden. Und das ist genau dieser Grund, dass letztendlich Technologie hier im Laufe der Jahrhunderte ihre völlige Intention, in die Idee, die dahinter stand, die Lebensbedingungen in Amsterdam zu verbessern, ignoriert wurden durch völlig neue Entwicklungen. Und das ist die Gefahr von Data Mining. Das ist die Gefahr von Datensammlungswut. Da hilft auch keine zeitliche Beschränkung auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen. Ich habe noch Strom, aber das Ding ist trotzdem ausgegangen. Warum braucht es Piraten? Weil wir in der Lage sind, hier ganz wichtige Hinweise zu geben, die einfach von anderen Offliner-Parteien ignoriert werden. Freiheit braucht auch Rechtssicherheit. Wir merken das, wenn Unionspolitiker der CDU, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, sagen, das Bundesverfassungsgericht stört uns in der Regierungsarbeit.
Das war etwa vor einem Dreivierteljahr. Das ist der Vorgriff auf das, was heute in Polen praktiziert wird. Polen hat die Rechte seines Verfassungsgerichtes dahingehend beschnitten, dass sie der Regierung möglichst nicht mehr reinpfuscht. Und das ist genau die Intention, wenn man auch ein bisschen in die Tagesschau von vor 20 Jahren guckt, dann sieht man, genau diese Argumentationen gab es vor 20 Jahren schon, dass man rumgemäkelt hat am Verfassungsgericht und man möchte letztendlich, und das sind wir wieder bei dem Thema Demokratie, man möchte die Transparenz, man möchte die Demokratie dahingehend begrenzen, um die eigene Machtposition als Regierende nicht zu gefährden. Darum braucht es Piraten. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir letztendlich als Piratenpartei zu Wahlen antreten, präsent sind, dass wir gute Vertretungen in den Landtagen haben, dass wir gute Vertretungen in den Gemeinde- und Stadträten haben, dass wir dort Präsenz zeigen, denn die Bürger brauchen das, was wir als Idee vorantreiben, um ihre eigene persönliche Freiheit auch weiterhin ausleben zu können. Vielen Dank.